Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Mit diesem Video zeige ich euch heute, wie man die Oberfläche von einer Kugel berechnet. Wir beginnen hier mit einer Skizze und ihr seht, in die Kugel habe ich den Radius r gleich 6 cm eingezeichnet. Nun zur Formel. Die Formel, also Oberfläche Kugel, ist 4 mal Pi mal r². Im zweiten Schritt setze ich r ein, das mache ich hier, also muss ich rechnen 4 mal Pi mal 6 cm hoch 2. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, dann komme ich schon auf das Ergebnis 452,39 Quadratzentimeter. Fläche wird immer in Quadrat, Zentimeter, Meter, Dezimeter gemessen und schon sind wir fertig. Okay. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.